Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Karte auf dem Marsch. Ich wünsche heute euch und allen einen schönen Donnerstag. Wir verdichten noch ganz kurz unseren Silo. Und wie ich gerade sehe, ist er schon fertig. Das ist praktisch. Da können wir nämlich gleich zudecken. Wir haben rund 450.000 drin. Das ist gut. Das ist mehr wie gedacht. Naja, nicht ganz, aber gut, was soll's. Damit kann ich leben. Beziehungsweise ich kann es eh nicht mehr ändern. So, fahren wir den Traktor zurück und zur Reparatur. Wir müssen mal auf die Zeit gucken, dass wir nicht überziehen. Leider ist der Regen noch nicht aufgehört. Obwohl die Vorhersage ja besser ansieht, anschaut. Ah, das wird schon etwas heller in den Wolken. So, damit wir schneller die Ernte reinkriegen, könnt ihr mir vorstellen, mit dem zweiten Mittag zu arbeiten. Wie gesagt, könnte ich. Obwohl die Felder dazu ein bisschen zu klein sind. Ein bisschen. Es rentiert sich nicht ganz. Aber wir könnten ja zwei Felder zur gleichen Zeit machen, wenn zwei reif wären, ne? Überlegung ist es wert. Wir werden ja gleich flügen. Wenn der Regen nicht aufhört, flügen wir halt noch ein bisschen. Dazu können wir ein Gewicht weglegen. Brauchen wir nicht. Ich stelle mich an der Wand hin, völlig sichtbar für alle. Weil ich habe nämlich das Problem, dass ich ganz gerne suche. Aber hier stehen sie keinen Weg und hier sind sie schön sichtbar. Grünes Gewicht an der grünen Wand. Aber der andere Teil ist ja grau. Sollte man nicht mehr sehen. Kühe haben Futter, ist zwar noch nicht genug drin, aber fürs Erste haben sie genug. Das flügen wir jetzt schnell manuell. Wir werden wieder mal erstellen. Oder auch nicht. Wir fangen wir oben in die Ecke an. Drücken mal auf. Machen wir mal zwei Vorgewände. Und dann geht das schon. Ach, wir können schon erstellen, ne? Also. Erstellen heißt Z. Und V senken heißt das hier. So, Aufnahme machen nicht zu groß. Ah, das passt schon so. Im Grunde schade mit Mais, aber der Aufwand ist mir dann doch zu groß, das alles nachzuarbeiten. Beim Drescher ist es egal, da steigst du ein und fährst durch und kippst dann aus. Ist doch ein bisschen zu viel genommen. Dann nehmen wir auch die gute wettliche Hecke hier. Und machen wir die Hecke weg. Ist ja auch egal. Aber hier beim Mais ist es immer ein. Dann brauchst du wieder ein zweites Fahrzeug dazu. Das ist ein bisschen komisch von der Werte her. Also ich schaue mir so Grafikkarte. 30%, FPS 21. Also Grunde ist vermutlich mal ganz stark, das hängt mit dem Flug zusammen. Denn wenn ich nicht flüge, dann ist wieder alles top. Das ist so, dass sie da es ja Mod ist. Naja. Kein Thema, kriegen wir in den Griff.
Wir werden im Notfall mit Terraforming wieder nacharbeiten. Zur Not. Der fließt sogar rückwärts, glaube ich, ne? Doch nicht. Die Straße wollen wir eigentlich nicht mehr. Von sechsten her, das Saatgut auch auf der Straße. Also hier werden wir erstmal nichts aussehen. Wir müssen nach rechts fahren. Sonst wäre schon auch zwei was im Gang. Also eine Seemaschine. Aber wie gesagt, Season heißt, die Felder werden auf Null gestellt. Das heißt, die Frucht wäre dann im Prinzip komplett weg, was wir aussehen würden, automatisch. Und umsonst arbeiten macht ja auch keinen Sinn, ne? Wenn man es weiß, ist gut. Wenn nicht, Risiko. So, dreschen wir durch. Da piept. Mal gucken, woher kommt das Geräusch. Wir sehen nicht. So. Denn der ist nicht so heiß. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen Feld nachjustieren. Und später werden wir entsprechend mit Terraforming die Ränder nacharbeiten, weil das notwendig ist. Zurzeit haben wir Stroh im Lager, im großen Silo. Und Heu auch. Brauchen wir aktuell kein extra Lager. Aber am 17. hatte ich so einen Ballenlager gehabt. So, die Betonplatte werde ich lassen oder wegnehmen. Die braucht ja kein Mensch, ne? Wie gesagt, das kann man ein bisschen nacharbeiten. Ja, und der Regen ist schon ärgerlich, ne? Also so, machen wir noch ein Vorgewende unten, ein oben. Und dann kaufen wir uns noch einen Drescher. Oder auch nicht, ich weiß nicht, reicht Geld hier gar nicht. Wollen wir ja Fenster aufmachen? Ich glaube draußen ein bisschen kälter wie drinnen. Ja. Aber die Folge machen wir noch fertig. Eine kurze Pause. Ja, wieder am Rand zu viel. Ja, da muss ich mit ein bisschen nacharbeiten. Ein bisschen grün nacharbeiten. Ja, 19 km/h. Geht. Hier eine Stelle, wo wir noch ein bisschen flügen hier, das Gras, was noch zu sehen ist.
Vorgewende. Das Grasflächen wollte ich weg haben. Stehen die Kühe auf einem Fleck, ne? Aber das glaube ich von der Performance her so richtig. Kommen wir aus. Sonst würde nämlich die Kühe Leistungsfresser sein. So, einen könnten wir jetzt mit Helfer arbeiten. Werden wir auch. Hier werden wir jetzt in eine Fahrzeug zurückgeben. Garage. Jetzt war der Hänger da hinten, das macht aber nichts. So, mieten wir uns einen oder kaufen wir eins? Die Ernte wird schneller verlaufen, wenn wir anfangen können. Was haben wir da Schönes? Hm. 1000, 10.000. Wir hatten noch hier einen als Mod gehabt. Den kann man schön. Brauchen wir das Geld? Wartet doch. Brauchen wir das Geld? Ohne Moos nichts los. Was haben wir aber auf Lager? Ah, nicht viel. Hat sich nicht viel verändert. Silage haben wir ein bisschen da. Ja. Da müsste es nachts, also heuer haben wir noch genug da. Häcksel gut. Ja. Und plus, dass man BGH ist. Mischfutter haben wir auch schon so viel. Wir können ja was verkaufen. Bisschen. Ein bisschen können wir kaufen. So, LKW. So. Abhängen. Also das ist sowas von durch ein Flugzeug von Lagen führt, das verstehe ich nicht. War sonst nicht der Fall. Ach, verschollen nehmen wir uns nicht. Wahrscheinlich sein. Weizen. Leider kriegen wir nicht ganz voll, aber immerhin ein bisschen was, ne? Leute, der Regen hat aufgehört. Jetzt können wir gleich die Ernte starten. Den Weizen werden wir gleich verkaufen. Und hat es ja über 12 Stunden lang geregnet. Aber sehr außergewöhnlich. Gut, die Dürre ist vorbei. Mal sehen, von hoch und fair, ob die FPS jetzt besser wird. Unsere Wiese auch schon gewachsen. Die muss nicht gedüngt werden. Aber auch nicht gemäht. Machen wir das zu.
Können wir gleich die Ernte beginnen mit Raps. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir gehen auf 1 zurück. Das Tal vielleicht kann auch nutzen. Vielleicht überspringen. C. So. G. X. So, Erntemissionus. Laden. Aussaat, nicht Aussaat, nicht Düngen, Aussaat. Erntefeld 13. Upp, entlassen, das ist wirklich okay, da sind jetzt 2 Kurse. Ich muss mir angewöhnen, wenn eins fertig ist, anderen zu löschen. Somit ziehen wäre das theoretisch nicht möglich, leicht nach dem Regen zu ernten. Wäre zu nass. Aber wir haben noch nicht Season, ne? Also Zeit, 15 Minuten für die Ernte. Oh je. Ja. Also Folge Nummer 4, da haben wir noch 5 Folgen. Da wir noch Raps und Soja haben, müssen wir noch einen zweiten holen. Das nützt auch nichts. Wir sind ein Laien. Wir experimentieren mal. Gut, experimentieren ist gut. Wir haben halt schon einen mal gehabt. So, das andere lassen wir so. Auch so, Fend. Na, kaufen, nicht, wird nie reichen. Brauchen wir noch einen Schneidwerk. So. Da haben wir einen Mod dafür. Ich kann auch noch einen K2 nehmen, das ist im Grunde egal. Bieten wir auch. Wie gesagt, ist er fast fertig. Auch das Ederhelfer, der, naja, fertig ist gut. Ja, noch nicht ganz fertig. Aber das ist egal. Ich glaube, da fehlt noch weiter zurück. Aber wir müssen dringend schneller ernten. Allgemein so. Mit Season, da muss man ein bisschen mehr Gas geben, weil in der kurzen Zeit muss man halt auch mehr schaffen. Aber wenn die Jahreszeit vorbei ist, vorbei. Und hier sind normalerweise genau das gleiche. Wenn wir auf 5 spielen würden, wäre es auch eng. Aber längerfristig gesehen haben wir eh bald mehr. Ja, das ist Quatsch. Die wollen ja noch zum Feld fahren, da kommen wir mit der Breite nicht hin. Längerfristig werde ich auf Fendt umsteigen, weil der hat einen größeren Tank. Schauen wir mal von innen. Geben wir den Gas, wird noch die Folge hinkommen. Dann müssen wir sehen. Dann lassen wir halt mittendrin anfangen. Wenn wir nicht so umständlich machen mit Crossplay, dass er links und rechts fährt, dazu ist das Feld zu klein. Für die 16 wäre es gut, aber aktuell nicht leistbar. Ich bin gespannt, wann meine Sonnenblumen wachsen. Das Problem ist, ich kann noch nicht mal schnell vorspuren.
Weil ja die. Weil da gab es dann. Naja, noch nicht ganz, aber die nächste Stufe wird dann verdorrt, ne? Ja, also. Müssen wir jetzt sehen, dass wir über Nacht das hinkriegen. Raps ist auch schon wieder überall voll. LKW fehlt gerade woanders noch. Wieso will ich Geld bekommen? Ah, das Mieten. Mieten hat er Geld gekostet, was so. Also, in die Erde drauf, das Mieten. Ups. So, mal die Vorderstadt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde mich freuen auf ein Wiedersehen. Sag mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.